Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Akte X oder auch The X-Files für PlayStation 1. Ja, ich denke, dass das Rätsels Lösung immer noch dieser Laptop ist. Das Problem ist, dass wir halt kein Passcode dafür haben. Er will den Laptop aber nicht haben. Was können wir da mal machen? Vielleicht können wir, weiß ich nicht, können wir den irgendwie knacken? Mit dem PDA wahrscheinlich nicht, mit dem Mobiltelefon, ich habe keine Ahnung. Können wir denn irgendwas noch mit ihm bequatschen? Gibt es noch eine Option? Es gibt aktuell nicht so. Da. Nee. Oh, was ist das denn da oben? Telefon? Moment. Sollen wir Ihre Telefonate checken? Gute Idee. Die Rezeptionistin wird eine Aufstellung haben. Okay. Ja gut, dann machen wir das doch. Das war jetzt wirklich Zufall. Das habe ich jetzt nicht irgendwie nachgeguckt oder so. Wir brauchen einen ganz anderen Tag jetzt tatsächlich. Ja, okay, dann gucken wir mal. Ist das die Ausgangstür oder ist das, ja. Dann gehen wir zur Rezeptionistin, da ist sie. Das Telefon, dass das da oben auftaucht, fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. War das vorhin auch schon? Ich habe es nicht gesehen. Kann natürlich sein. Erfassen Sie die Nummern, die angerufen worden sind? Ja, sicher, für die Abrechnung. Könnte ich vielleicht eine Kopie haben? Na toll, geben Sie mir einen Augenblick Zeit. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie mich aufhalten. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht bei der Arbeit stören. Sehr witzig. Alter, wie angepisst sie guckt, ne? So, was haben wir hier? Tor zum faszinierenden Nordwesten. Okay. Da sind Scully und Mulder. Aha, Abreise. Da steht Abreise jetzt offen. Ich dachte, sie hätten für ein paar Tage im Voraus gebucht. Okay, Washington, zwei Zimmer. So, Miete fürs Zimmer, Steuern fürs Zimmer, Miete fürs Zimmer, Steuern fürs Zimmer. So, Telefonbenutzung. Da, Telefonbenutzung. Washington und Seattle. Ja. Sie haben 8 Minuten lang mit Washington telefoniert und 2 Minuten mit Seattle. Das ist ja ein Ortsgespräch so gesehen. Das war auch dann wesentlich günstiger. Ja, gut. Man könnte ja mal die Nummer da ausprobieren, ne? Dieses, muss ich mir das aufschreiben? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme mal einen kleinen Zettel hier eben. Moment. Beziehungsweise, das ist ein Scheißzettel. Ich nehme mir mal eben richtigen Block hier. Moment. Ah, muss gerade ein bisschen wühlen. Ich bin natürlich wieder nicht vorbereitet. Ich schreibe mir mal eben die Washington-Nummer da ab. Weil wir haben ja ein Handy, ne? Und ich weiß halt nicht, ob wir damit telefonieren können. Also wahrscheinlich schon. Oder die Nummer in Seattle schreibe ich mir auch mal auf. Vielleicht können wir mal rauskriegen, wo sie da angerufen haben. So, ich, ja. Gut, gucken wir mal. Dann versuche ich das doch mal direkt. Ich habe doch ein Telefon hier, ein Mobiltelefon. Und da kann ich doch jetzt wahrscheinlich wählen. Ah, ach so, kann ich, die kann ich direkt so machen. Pass mal auf. Die Nummer in Washington war so. Es geht relativ fix eigentlich. Und 49. Mal gucken, was das für eine Nummer ist. Was? Anscheinend gibt es die Nummer wohl nicht. Was ich jetzt merkwürdig finde, weil ich guck doch mal. Ich hab's ja direkt richtig. Ha. Dann versuche ich mal die andere. Achso, wie clear. So. Ich probiere die andere nochmal. 206, dann 555. 0, 1, 8, 2. Die geht. Ja. Zumindest haben wir ein Freizeichen. Schade. Aber die Tatsache, dass es geht, finde ich gut. Na gut, dann nicht. Vielleicht können wir Skinner sagen, dass das nicht geklappt hat. So, Moment, ich möchte raus. So, gehen wir mal zu Skinner. Hier. Da müsstest du. Nee, das ist der falsche Raum. Ich kann hier nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich weiß nur nicht, ob das was Gutes bedeutet. Ich. Hör doch mal auf zu tuten. Muss ich mein Handy noch auflegen oder was? Jetzt hat's aufgehört. Vielleicht ist auch gerade. Können wir mal ihm die Telefonliste geben? Nee, wo ist denn die Telefonliste? Da? Nee.
Hä, wo ist die Telefonliste? Hat er die nicht mitgenommen? Was tutet hier, frage ich mich. Da sind wir immer noch in Seattle. Das ist doch ein Ort, hier bleiben wir erstmal noch. Ich verstehe es bloß gerade nicht, warum die Liste nicht da ist. Ich hätte ihn ja sonst gern darauf angesprochen. Moment, mal gucken. Nee, geht gerade nichts. Ich gehe nochmal zur Rezeption. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Das tut es auch nicht mehr. Oder war das hier ein Telefon? Da ist ja noch ein Telefon. Ja. Das wird, glaube ich, nichts. Nee, das wird so nichts. Ja gut, dann gehen wir wieder raus, ne? Wenn ich den Ausgang finde. Wahrscheinlich eher nicht. Aha, danke. So, ich gehe nochmal zu ihr. Ah, nee. Da ist sonst nichts zu nehmen. Das haben wir uns angeguckt. Was ist das da eigentlich? Nee, das geht nicht. Ich quatsch nochmal mit ihr. Das geht nicht nochmal. Okay, ich habe die Liste einmal angucken können, jetzt ist sie weg, oder wie? Oder hat er sie, weiß ich nicht, hat er sie hier mit reingepackt in die Akte? Ich guck mal in den Ordner. Ist er da jetzt mit drin? Was ist das eigentlich? Ach, das sind die Mobiltelefonnummern. Ja, okay, die brauche ich, glaube ich, nicht probieren. Dann habe ich noch den Vortau. Ach, da ist es. Okay. Wir haben praktisch alles hier drin. Ja. Okay. Da sind wir jetzt nicht weitergekommen. Was machen wir denn? Was machen wir denn mit dem Laptop? Der ist gesperrt, das haben wir schon festgestellt. Zu viele Anmeldeversuche, System gesperrt, ja. Das muss man doch irgendwie hinkriegen können. Kann man nicht irgendwie einen IT-Fachmann anrufen oder so? Aber anscheinend haben wir keinen. Foto von Scully und Mulder. Kommen wir das zu zeigen? Das sind sie. Okay, das okay. Aber das ging schon mal, immerhin. Was könnten wir ihr denn noch zeigen? Ich überlege gerade, ob das irgendwie Sinn macht, ihr irgendwas zu geben. Den Laptop. Den kann man ihr nicht zeigen, anscheinend. Nachtsichtiger Ordner. Vielleicht das Buch. Ach, da war das also. Das soll nämlich hier in der Lobby liegen. Agent Mulder hat ja ein paar interessante Lesegewohnheiten. Okay, wer war das gar nicht? Okay, und jetzt können wir das... Ah, jetzt sind wir das los. Okay. Pistole, FBI-Marke, Nachtsichtgerät. Ich glaube, dieser Rest bringt... Das ergibt alles keinen Sinn. Taschenlampe. Werkzeuge, Beweisführung. Davon weiß ich bisher noch nichts. Okay, gut. Ja gut, ich weiß nicht... Ich glaube nicht, dass wir hier weg müssen, solange Skinner auch noch vor Ort ist. Deswegen denke ich, dass wir hier noch was machen können. Gehen wir wieder raus. Er hat ja auch eben schon was gesagt. Er hat gesagt, er denkt nicht, dass hier noch was zu holen ist. Dann könnte man ihm ja vielleicht vorschlagen, zu gehen oder so. Ich weiß es nicht. Komm her. Ja, hier haben wir alles durchsucht, denke ich. Was war das immer? Das war der Aschenbecher, ne? Ja. Achso, warte mal. Können wir da vielleicht die Werkzeuge der Beweisführung anwenden? Da? Ah, das geht so nicht. Vielleicht haben wir... Ist hier noch irgendwas? Die Tasche hatten wir uns ja auch schon angeguckt. Das Badezimmer, das Klo, das bringt, glaube ich, nichts. Hier könnten wir noch mal gucken. Ja, das haben wir... Naja, das haben wir uns schon angeguckt. Da ist, glaube ich, nichts Großartiges bei. Der Zettel hier halt, ne? Dieses Lagerhaus. Das würde ich gerne. Aber wir können das ja anscheinend nicht, Ja, ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier wieder raus. Ich muss noch mal mit Skinner reden, denke ich. Hier ist ja sonst nichts, ne? Ist ja nicht noch mehr? Ne, wir können nur mit ihm quatschen. Vielleicht können wir ihm noch irgendwas geben. Das mal probieren. Ich möchte das nicht.
Okay, gut, dann möchte er das nicht. Aber vielleicht... Hier, den Ordner. Achso, ja, ich dachte, wir könnten ihm jetzt nochmal... Hier. Die Liste, die möchte ich ihm gern zeigen. Weil da unten die Telefonnummern draufstehen. Und die Nummer anrufen bringt ja anscheinend nichts. Ich... Die... Ja, das ist doch scheiße. Oder muss ich in seinem Beisein da anrufen? Halte ich auch für Schwachsinn, ne? Wir versuchen es nochmal. Die zweite Nummer, die sollte ja funktionieren nochmal. Okay, 6. 555. 0, 1, 8, 2. Und rangehen. Ich versuche es nochmal. Also anscheinend gibt es da ja eine Verbindung. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber es geht keiner ran. Das ärgert mich. Ne, hat keinen Sinn. Okay, da im Menü ist was, das ist welche gespeichert, sehe ich gerade. Wir könnten natürlich, ja, das hat glaube ich wenig Sinn, wenn wir uns die Nummer nochmal von Mulder und Scully raussuchen, aber die werden wahrscheinlich nicht ans Telefon gehen. So, da haben wir. Ich schreibe die mal eben auf. Das ist also die Nummer von Mulder. Ne, 202555 ist, glaube ich, immer klar. 0160, okay. Und bei Scully ist es dann 0194. Ich versuche die beiden Nummern nochmal. Wird zwar nicht funktionieren, da bin ich mir recht sicher. Aber ich wüsste uns gerade nichts, was wir sonst machen könnten. 2020555 0160. Mal gucken, was passiert. Gut, klappt anscheinend nicht. Und dann... Dann machen wir die andere Nummer. Da wird wahrscheinlich das gleiche passieren. Sonst wäre der Fall zu schnell gelöst. Gehe ich mal stark von aus. 0194. Ja, ist gut. Okay, ja. Was machen wir denn jetzt? Ich könnte die Nummer von dem Auto könnte ich praktisch googeln. Dazu müsste ich aber an meinem PC. Entweder im Büro. Ich gehe mal ins Büro, oder? Oder Everett. Jetzt sind wir in Seattle. Was war denn in Everett? Wir sind doch im... Da sind wir doch, oder nicht? Da sind wir ja gerade schon. Warte mal. Dann gehen wir nach Seattle zurück. Und zwar... An die Außenstelle, würde ich sagen. Ja. Wir bräuchten jemanden, der mit dem Laptop umgehen kann. Also ich glaube, dass wir irgendwie den Laptop knacken müssen. Ich werde meine Notizen jetzt nochmal durchgehen. Okay. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, hierher zu kommen. Vielleicht können wir nochmal mit unserem Kumpel sprechen. Vielleicht kennt er sich... Oh, er ist weg. Nee, das ist unser Büro, ne? Das ist unser Büro. Ah, der Laptop. Sehr gut, vielleicht können wir da doch jetzt was mitmachen. Moment. Was ist denn unten? Achso, da waren wir schon, ne? Müsste leer sein. Ja, da ist nichts drin. Ist klar. Okay. Dann gehen wir mal in den Rechner. Ich würde ja gerne den Laptop versuchen, irgendwie zu knacken. Und vielleicht können wir uns den... Warte mal, ja. So, amtliches Kfz-Kennzeichen. Jetzt habe ich natürlich das... Ja, mir nicht aufgeschrieben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich muss mir kurz wieder in meine Notizen erstmal gucken, wie das Kfz-Kennzeichen war. Vielleicht kommen wir da so voran. Wir haben ja gesehen, dass die sich ein Auto gemietet haben. Diesen Ford Taurus, was das aber... da genau. Ja, was ist, Ford Taurus ist okay. Und dann 621517. Ist ein komisches Kennzeichen, wenn ich ehrlich bin. Oder ist das gar kein Kennzeichen? Ich weiß es nicht. Wir werden es probieren. Ich werde das mal jetzt hier im Network da eintippen. Komm her. Also. Versuchen wir das mal, ne? Gehen wir hier auf Dingens.
und gehen mal auf amtliches Kfz-Kennzeichen und geben da jetzt ein. Ach, das macht er automatisch. Okay. Und dann, ja, weiß ich nicht. FBI suchen. Da kommt nichts. Okay. Dann vielleicht bei Staatsbürger. Das ist vielleicht ein normales Auto, was sie sich gemietet haben. Aha. Ein 96er Taurus. Besitzer, Rental Inclusive, zuletzt vermietet an Fox Mulder. Vielleicht könnten wir bei diesem Rental Incorporation, heißt das, ne? Ja. Da mal fündig werden. Also Lariat Rental. Okay. Dann gucken wir mal. Gehen wir zurück. Warte mal. Vielleicht kann ich die da eintippen. Na, Walter Skinner. Nee. Ich kann mir höchstens über Walter Skinner noch Informationen raussuchen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Aber, oder habe ich das sogar schon gemacht? Ja, gut. Gucken wir eben. Ja, eines Vietnam, keine Kinder, aber verheiratet ist er. Hobbys: Golf spielen und Joggen. Schön. Ja, was ist mit dem Vermisstenstatus? Kann man da was einsehen? An alle Einheiten? Ja, da ist nichts drin. Hat Dings das. Ich hoffe, der hat das jetzt gemacht, der Typ, ne? Weiß ich nicht. Wo ist der Laptop hin? Ist der weg? Ich muss mal kurz in mein Menü gucken, weil es sah so aus, als hätte er ihn auf den Tisch gelegt. Ja, der ist nämlich nicht mehr hier. Er hat den Laptop hier irgendwo hingelegt. Und ich müsste jetzt wissen, wo der ist. Warte mal gucken, vielleicht finde ich ihn hier irgendwo. Das ist es nicht, ne? Ach, das ist das. Wahrscheinlich unsere Tochter. Das habe ich mir doch alles angeguckt. Ja, habe ich ja gesehen, da ist ein Diplom. Ich glaube, ich habe mir alles angeguckt. Wieso wird denn die Musik gerade so spooky? Interessant. Ja, gehen wir zurück. Wo habe ich den Laptop hingelegt? Ich habe gesehen, dass er auf den Schreibtisch einen Laptop hingelegt hat. Aber der ist hier nicht. Hm. Da? Nee. Wo ist der Laptop hingewandert? Uah! Entschuldigung, das sah gerade ein bisschen gruselig aus. Laptop ist weg. Toll. Und ich gehe doch mal zu unserem Arbeitskollegen. Vielleicht kann der mir weiterhelfen. Der ist weg. Natürlich ist er weg. Können wir irgendwas machen hier? Ah, wir können uns hier mal umgucken jetzt. Das ging vorher nämlich nicht. Ist aber nichts Besonderes. Na, wir können aber hier anscheinend an seinem Arbeitsplatz nichts weiter machen. Doch, können wir. Oh, wir können auch an seinen Arbeitsplatz. Das ist eine Art Stein, würde ich sagen. Kaffeetasse, Tesafilm. Big Blue. Die Tasse haben wir ja auch. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Vielleicht sollte man zu unserem Chef. Vielleicht können wir dem erzählen, dass wir den Laptop gefunden haben. Wäre eine Idee, finde ich. Ich glaube, da müssen wir hin, ne? Ne, so nicht. Ich finde den Weg wieder nicht, ne? Oh, da ist Skinner. Unsere Ermittlung ist noch nicht abgeschlossen, Agent Wilmore. Ich weiß. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich möchte dir eigentlich von dem Laptop erzählen, aber wieso darf ich das nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dem Laptop noch wichtig ist. Was unser Chef sagt. Agent Wilmore, der verlorene Sohn kehrt zurück. Das war's? Ich könnte... ja. Warum nicht? Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Wenn Sie diesen Laptop zum Laufen bringen wollen, sollten Sie die Abteilung für Computerverbrechen anrufen und ihn mal von denen anschauen lassen. Aha. Okay. Der Rest davon sieht ziemlich gut aus. Abteilung für Computerverbrechen. So, wo die kriege ich die Nummer her? Wo kriege ich die Nummer her? Haben wir ja Telefonverzeichnis? Abteilung für Computerverbrechen. Ja. Hm.
Vielleicht kann ich die Nummer jetzt googeln. Da ich jetzt weiß, wo ich hin soll. Moment. Ich laufe wieder im Kreis, ne? Macht nix. So. Abteilung für Computerverbrechen. Oder kann ich ihn da auf ansprechen? Oder kannst du mir da weiterhelfen? Agent Wilmore, zwei sehr wertvolle Agenten werden vermisst. So langsam verliere ich meine Geduld. Hey. Du bist ja auch nicht wirklich hilfsbereit, sagen wir mal so. Nee. So. Ja, ich gehe mal an meinen Rechner. So, oder? Ich weiß, ich wüsste sonst nicht. Oder gibt es hier irgendwie ein Archiv? Wenn, dann wüsste ich nicht. Ich denke schon, dass ich am PC die Nummer rausfinden kann. Das war anscheinend ein Hinweis, denke ich mal, den der Chef uns jetzt gegeben hat. Oh, das hört sich doch gut an. Eine E-Mail bekommen. Aktuelle Ermittlungen. Herr Wilmore, mir ist gerade eingefallen, dass Sie den ING verwenden sollten, um die Ortsnummer zu aufzuspüren, die von Scully und Mulder angerufen wurde. Falls die Spur verloren geht, solange ich vor Ort bin, was? Schlage ich Ihnen vor, den Ort selbst zu besuchen. Tut mir leid, dass ich nicht früher... Ja klar, das habe ich aber auch schon gemacht. Ich weiß ja, dass diese Autovermietung praktisch da verantwortlich ist. Okay. So, jetzt will ich aber eben gucken. Ich will diese Corporation da rauskriegen. Moment. Wieso geht das nicht? Oder war es das vielleicht schon? Warte mal, ich kann hier nochmal nachgucken. Ne? Und dann war das ja Staatsbürger, genau. Und vielleicht reicht das ja auch schon. Ich habe das jetzt rausgefunden. Ne? Und wenn ich jetzt hier auf Weiterleiten gehe, also vielleicht weiß er jetzt, dass er da hinfahren muss. Und ich will noch eine Telefonnummer rauskriegen. Wie mache ich denn das jetzt? Mal gucken, Fox Mulder, Dana Scully. Der hilft mir da wahrscheinlich nicht, ne? Oder könnten, ja. Ich sollte ja anrufen, hat er gesagt. Aber woher kriege ich denn die Telefonnummer? Oder habe ich noch irgendeine... Ich muss noch mal meine Informationen... Habe ich noch irgendwo... Was ich angucken kann? Mobiltelefon? Oder habe ich da noch Nummern gespeichert? Geh mal auf Menü. Ich habe ja nur ihn hier. Ah, Barbara Wilmore, John Ames. Mal guck. Computerkriminalität, danke. Entschuldigung, aber wenn ich es nicht weiß, ne? Ich rufe da jetzt an. So, die können mir doch bestimmt weiterhelfen. Sie haben das Seattle Kriminalamt Abteilung Computerverbrechen erreicht. Aha. Da wir im Moment dabei sind, unser Telefonsystem zu verbessern, können wir leider Ihren Anruf nicht beantworten. Toll. Es tut uns leid, dass wir Ihnen diesen Unbequemlichkeit verursachen. Bitte versuchen Sie morgen wieder. Och, morgen. Schön. Wen habe ich denn noch hier so drin? Mehr nicht, ne? Ja, toll. Ja, dann weiß ich auch, dann gehe ich jetzt ins Labor. Oder ich guck mal auf die Karte, ob ich jetzt tatsächlich zu dieser Autovermietung hin kann. Ich würde eigentlich gern zur Autovermietung und einfach mal gucken, was die zu sagen haben. Vielleicht wird mir das ja angeboten. Das würde mich sehr freuen. Seattle? Polizeilabor? Ne. Oder in Everett? Community. Toll. Ich möchte zur Autovermietung. Mano. Wieso darf ich das nicht? Ich finde das doof. Notizblock. Was ist das da unten? Kann ich da was machen? Nee. Ja, dann, ja. Was mache ich jetzt? Ich gehe mal. Soll ich ins Labor gehen? Ich gehe mal ins Labor. Und fragt den Amos, ob der mir bei dem Laptop helfen kann. Warum auch immer. Ja. Hey John, wie läuft's bei Ihnen? Ich langweile mich. Ich hoffe, Sie haben was richtig Aufregendes für mich. Tja, ich tue mein Bestes. Also, worum geht's denn? Ich versuche ihm mal den Laptop anzudrehen.
Vielleicht kann er was damit machen. Und, ach, den habe ich ja nicht mehr bei mir. Ach, scheiße. Das ist ja auch doof, dass er nicht mehr hier ist. Marke. Kamera. Handschellen. Ja, ich habe jetzt ja nichts, was ich von den beiden gefunden habe. Die Pistole nicht. Das Foto. Ja, aber da wird er mir auch nicht weiterhelfen können. Davon weiß ich bisher noch nichts. Ja, dann weißt du jetzt davon. Toll, hilft mir nicht. Nee, okay. Falls ihr gerade komische Geräusche hört, das ist meine Tor-App, die wieder verrückt spielt. Ja, hilft nicht, ne? Toll, 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 toll. Nein. Sollte aus der Tür rausgehen. Gut, also eigentlich möchte ich zu dieser Autovermietung hin, aber er lässt mich nicht. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie. Ich kann hier... Gehen wir da nochmal hin. Ha. Huh. Das ist echt blöd, dass ich da nicht anrufen kann bei dieser Computerkriminalität-Gedönskirchen. Hat die noch was? Naja, die hat doch nichts Neues. Ich kann aber die Klingel drücken. Sind Sie etwa ein Kind? Ich sagte doch, Sie sollen das lassen. Okay. War nur ein Spaß. Dann gehe ich halt nochmal... Ich darf nicht rausgehen. Jetzt darf ich. Die Lenkung ist manchmal ein bisschen figelinsch hier. Da wäre das Auto. Habe ich hier vielleicht noch irgendwas verpasst? Die Türen gehen alle nicht. Was ist dann da nochmal? Ah, wieso? Skinner ist wieder hier. Das ist ja witzig. Der ist wieder mitgekommen. Ha! Okay. Skinner ist wieder mitgekommen. Das ist ja toll. Ja, das ist der Fernseher. Das hatten wir alles schon. In der Bibel brauchen wir auch nicht lesen. Das ist jetzt gerade ein bisschen vertrackt. Ich denke, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich das umsetzen soll. Also ich würde jetzt gerne die Autovermietung in Kenntnis setzen. Also nicht. Das bringt ja auch nichts. Ich versuch's einfach nochmal, aber das ist ja auch... Soll ich die mal anrufen? Meine Ex? Wird wahrscheinlich nichts bringen. Aber probieren, ne? Hallo, hier spricht Barbara. Ich habe diesen Apparat gerade erst gekauft und weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Wenn Ihre Telefonnummer registriert ist, kann ich Sie mit Hilfe der Anrufspeicherung zurückrufen. Andernfalls müssen Sie es leider ein anderes Mal nochmals versuchen. Danke. Das ist sehr merkwürdig. John L. brauche ich nicht anrufen, Mark Cook. Der war vorhin nicht da. Ruf ich den mal an. Ob er die Vermisstenmeldung rausgegeben hat. Das wäre eine Idee. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter des FBI-Büros in Seattle verbunden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können leider keine Nachrichten für Mark Cook hinterlassen werden. Ihr Name, Ihre Telefonnummer und Ihr Anruf sind aufgezeichnet worden. Toll. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich will da anrufen, verdammt. Die können mir doch nur weiterhelfen. Sie haben das Seattle Kriminalamt Abteilung Computer. Ja, ja. Das ist doch scheiße. Was soll ich denn tun? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was ich machen soll. Das tut mir leid. Aber anscheinend erreichen wir in diesem Part nicht mehr sehr viel. Ich kann höchstens meinen Chef nochmal fragen, weil der hat mir auch eine E-Mail geschickt. So. Dann gehen wir wieder zurück. Interessant, dass Skinner mir jetzt immer hinterher latscht, tatsächlich. Aber in meinem Apartment kann ich, glaube ich, auch nicht viel tun. Ich gehe nochmal zur Außenstelle. Ich versuche noch einmal mit dem Chef zu schnacken. Vielleicht hat der eine Idee. Ansonsten, tja. Keine Ahnung. Keine Ahnung gerade. Also, normalerweise würde ich jetzt sagen, ich fahre zu dieser Autovermietung hin. Das wäre meine Idee. Und, geht aber anscheinend nicht. Na. So, ich gehe nochmal zum Chef.
Wenn ich da wüsste, wie ich da hinkomme. Wieder mal finde ich den nicht. Was ist das eigentlich gewesen? Ach, das war irgendwas mit Michael und der Big Bust oder wie auch immer. Ja. Das ist wohl die Tür. Ja. Obwohl. Ja. Da war ich eben schon mal, ne? Hab's nicht hingekriegt. Hey, rein oder raus, okay? Ich versuche hier zu arbeiten. Ja, erzähl doch das doch bitte. Ja, blöd, Mann. Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Ja, das hatten wir alle schon mal. Das sieht für mich ziemlich vollständig aus. Also bin ich fertig. Hä? Was soll ich tun? Ich bin verwirrt. Jetzt bin ich richtig verwirrt, tatsächlich. Nein. So. Ich geh mal. Das ist nicht mein Büro. Das sieht für ihn ziemlich vollständig aus. Also, ja. Das ist ja schön. Wenn er der Meinung ist, ich habe meine Arbeit getan. Aber was soll ich denn machen? Ich gehe nochmal kurz an mein... Entschuldigung. Ich gehe nochmal kurz an meinen PC. Auch wenn ich nicht weiß, was ich da machen soll. Und, ja, sonst würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Wo bin ich jetzt? Hä? Warum hat er da jetzt gerade geladen? Weiß ich es nicht. Ja. Ich habe eine E-Mail bekommen. Schön. Was haben wir da? Accounting Office. Ein Privat... Hä? Okay, ein privates Telefonat. Vom Rechnungshof wurde festgestellt, dass hier offenbar ein vom Büro bereitgestelltes Kommunikationsgerät für ein privates Telefonat benutzt haben. Der Betrag von... wird automatisch von Ihrem nächsten Gehaltscheck abgezogen. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Lohnfälschung ungerechtfertigt ist, sollten Sie sich unverzüglich mit dem Rechnungshof in Verbindung setzen, um Einspruch reinzulegen. Weil ich mit meiner Frau telefoniert habe, oder was? Stumpf. Ja, meine lieben Freunde, ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir jetzt hier weitermachen sollen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich muss leider mal ein bisschen nachgucken. Tut mir leid. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.